Verehrte Gäste, liebe Freunde, wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und begrüßen Sie ganz herzlich zum 11. Symposium Lunge, das in diesem Jahr unter dem Motto steht: chronische Atemwegserkrankungen, neueste Erkenntnisse und Zukunftsaussichten. Das Symposium Lunge hat im Laufe der Jahre in der Öffentlichkeit und in der Fachwelt einen bedeutsamen Stellenwert erlangt und ist in vielen Terminkalendern fest eingeplant. Eine Veranstaltung mit hochgeschätzten Referenten, die unentgeltlich ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung stellen. Eine Veranstaltung für viele interessierte Besucher, mitgetragen durch die Unterstützung unserer Sponsoren. Bei Ihnen allen möchten wir uns ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben eine Diagnose erhalten und die immer wiederkehrenden Atemwegsprobleme und damit verbundenen Schwierigkeiten haben nun endlich einen Namen. Für Sie als Betroffene und Angehörige ist es sehr wichtig, sich detailliert über die Erkrankung und die möglichen Therapien zu informieren. Das Symposium Lunge bietet Ihnen die Gelegenheit, patientenverständliche Fachvorträge zu hören, an Workshops teilzunehmen, sich auf der Ausstellung zu informieren und die Möglichkeit der Begegnung und der interessanten Konversation zwischen Menschen mit unterschiedlichen Schicksalen zu nutzen. Jeder Einzelne von Ihnen hat seine ganz persönliche Erkrankung und trägt einen Rucksack mit sich, einen symbolischen Rucksack, der mal schwerer und mal leichter ist, denn was vorher gut strukturiert war, funktioniert auf einmal nicht mehr. Die Akzeptanz, die Einschränkungen, die Herausforderungen, den Alltag neu zu organisieren und Therapie und Pflege zu integrieren und die damit verbundene Überlastung muss verarbeitet werden können. Das ist nicht einfach und für viele ist es sogar ganz unmöglich. Hilfe von außen kann vieles erleichtern und die Erkenntnis, mit all den Problemen nicht allein dazustehen, macht Mut, gibt Kraft und ist eine gute Gelegenheit zur Krisenbewältigung. Je genauer Sie Ihre Krankheit kennen, umso besser kommen Sie im Alltag zurecht. Der Aphoristiker Karl-Heinz Karius hat gesagt: Lebensfreude knipst Licht an im dunkelsten Tunnel. Verlieren Sie Ihre Hoffnung nicht und freuen Sie sich über jeden kleinen Fortschritt. Das stärkt und tut gut. Wir möchten Sie darauf hinweisen und müssen Sie darauf hinweisen, dass wir von der Veranstaltung Symposium Lunge Fotos und ein Video anfertigen lassen. Der Fotograf, Herr Walter Fischer, und das Team der Matthias Heise Filmproduktion arbeiten für Sie gut sichtbar und Sie haben somit die Gelegenheit, vor einer Aufnahme darauf hinzuweisen, nicht fotografiert oder gefilmt zu werden. Bitte berücksichtigen Sie doch bei Ihrer Entscheidung, dass diese Aufnahmen der Rückschau dienen und anderen Betroffenen, die nicht mehr in der Lage sind, am öffentlichen Leben teilzuhaben, die Möglichkeit geben, an dieser Veranstaltung, wenn auch nur virtuell, teilzunehmen. Im Namen des COPD Deutschland e.V. wünsche ich Ihnen einen informativen Tag und übergebe nun das Wort an Frau Professor Lang. Vielen Dank fürs Zuhören.